63 Punkte des Masterplans von Horst Seehofer sollen umgesetzt werden. Nach der Zustimmung des CSU-Vorstands hält den Bundesinnenminister nur noch die Kanzlerin zurück. Während Seehofer in einem anderen Land registrierte Asylsuchende abschieben will, hat Angela Merkel jetzt Italien Solidarität in der Flüchtlingsfrage zugesagt. Für die Opposition im Bayerischen Landtag ein recht buntes Treiben. Das Bezeichnende ist, dass nur die Anzahl der Maßnahmen bekannt sind, nicht die Maßnahmen. Das passt zum Stil Seehofer. Laut sein, draufhauen und dann im entscheidenden Moment wieder zurückziehen. Das hat er in den letzten Jahren gemacht, auch hier in Bayern, auch gegenüber der Kanzlerin. Ich würde ihm dringend raten, einen anderen Politikstil zu wählen oder die Konsequenzen zu ziehen und vielleicht mit der Politik aufzuhören. Gründe für Seehofers Politik, möglicherweise Wahlkampfgeplänkel, ein Thema eskalieren lassen, um von den eigentlichen Problemen im Land abzulenken. Wir haben aktuell an der Grenze Passau, Österreich, da haben wir 150 im Monat, die die Grenze passieren möchten. Davon werden bereits von den Schutzsuchenden bereits 60% jetzt schon bereits abgewiesen, weil sie bereits schon mal einen Asylantrag gestellt haben oder der bereits abgelehnt worden ist. Also das heißt wirklich, er bauscht ein Thema auf, das ohne Not. Die Baustellen sind doch in einem ganz anderen Bereich. Die Frage ist doch, wie kriegen wir Schutzsuchende, die bei uns sind, wie kriegen wir sie zügig in Arbeit, wie bauen wir unser Schulsystem so weit um, dass wir in der Grundschule wirklich die Kinder der Geflüchteten und auch die anderen Kinder beide mitnehmen können, dass dort Chancengerechtigkeit hergestellt wird. Genau das will die CSU scheinbar nicht. Die SPD sieht nun gar die Regierung in Berlin sowie Europa und Bayern gefährdet. Es geht ihnen darum, insbesondere Herrn Söder, Herrn Scheuer, Herrn Dobrindt, darum, die Kanzlerin wegzukriegen. Die scheint sie irgendwie zu stören in ihrer Idee, dass sie hier in Bayern die absolute Mehrheit vielleicht behalten könnten. Die ist aber weit weg. Und was der Herr Ministerpräsident definitiv gemacht hat, er zerstört Europa, er stellt Europa nicht nur in Frage, sondern er sagt, Europa ist am Ende. Und das, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, gefährdet Arbeitsplätze in Bayern, das gefährdet den Wohlstand in Bayern, das gefährdet die Stärke Bayerns. Die CSU ist im Moment daran, die Axt an Europa anzulegen. Und das akzeptieren wir nicht. Für die Grünen in Bayern möglicherweise auch eine Kostenfrage. Man hat ganz deutlich gemerkt, bei der Regierungserklärung Mitte April vom Ministerpräsidenten Söder hat er ein ganz großes Paket angekündigt, 100 Einzelmaßnahmen, die insgesamt praktisch 1 Milliarde kosten. Die sind beim Wähler nicht richtig gezündet haben, die, weil, glaube ich, viele Wählerinnen und Wähler wirklich merken, die lassen sich mit Geld nicht kaufen. Sie wollen, dass Probleme an der Wurzel angepackt werden und wirklich gelöst werden. Und aus diesem Grund hat er jetzt den Rechtsschwung eingeleitet und versucht zu sagen, im Gewand der AfD Politik zu machen, mit der Hoffnung, am rechten Rand Stimmen zu gewinnen. Ich bin überzeugt, das wird nicht aufgehen. Er stärkt letztendlich nur das Original und es ist die AfD. Und damit macht er wirklich, damit spaltet er unser Land und führt es nicht zusammen. Seehofers Alleingang scheint bis zum Ende der bilateralen Gespräche der Kanzlerin Ende Juni aufgeschoben, allerdings lange noch nicht aufgehoben.